du mal das Bett, kannst du alles machen und bitte. Hopp, flog der Kopf. Und jetzt schläft man schon probieren. Ich gratuliere euch zum Kind, zum leckeren Werden. Flo, gratuliere. Du hast gehört, die ist noch allein. Jetzt miteinander. Ich bin Brunnen, Herr Brunnen, mein Name ist Verovic, ich bin Hebamme. Das ist meine Lernende, Annegret haben wir mit Hebamme mitgebracht. Jetzt haben wir ihr Kind zu wägen. Schon, krass. Und da würde ich sie gerne fragen, ob es für sie okay ist, wenn sie nicht rausgehen. Excuse, ist es für sie okay, wenn sie kurz rausgehen, dass sie mir da... Ja, selbstverständlich. Und der Rost. Und das Laufen. Vielen Dank. Also schön, ich würde schnell erklären, das Kind wird sehr wahrscheinlich abgenommen haben, müsste überhaupt nicht bekommen, das ist ganz, ganz normal. Und ja, schauen wir mal, wie das ist. Ist das weiter, sonst geht es schnell selber auf die Waage legen, geht es nicht aufstehen wegen der Narbe? Ja, so. Das ist schon mal ein bisschen gut, das ist schon beides. Für kannst du den Papa schnell das Kind haben? Ja. Ja, dann kannst du gerade erklären, was ist. Genau, also ich würde schnell die Waage auf Null eichen. Genau, sehr gut. Ich würde das schnell ablesen. Es ist 3,450. Okay, und gestern war es 3,6. Ja, das ist noch normal. Das ist noch völlig im normalen Bereich. Es sind nicht mehr als 10%. Und ja. Mit dem Stillen geht ja alles tiptop, das könntest du später wieder. Ja. Nein. Ja. Ich denke, das ist da kein Handlungsbedarf. Hast du noch irgendwelche Fragen an mich? Also das ist bei allen Kindern so? Das ist bei allen Kindern so. 10%, wenn sie früh geboren sind oder sonst zu leicht, dann sollte es nicht mehr als 5 sein. Und ja, wie ihr ja gesehen habt. Ist das die Ahnung? Ja, das ist super. Ganz ein gesundes Kind, wenn sie da auf die Welt kommen. Herr Runder, Frau Runder. Ja, also wenn ich keine Fragen mehr habe, sehen wir uns ja dann später wieder. Ist top. Wieder schauen, nächstes Mal. Ich bin froh, dass alles gut ist. Und es sind auch liebe Leute.